wir haben noch einen verkauft, oder? Aber Nessa ist Legende. Gratulation zum 1-0-Sieg.
Was für eine Lösung war das Sieg heute nach den letzten Spielen, die ihr ja nicht gewinnen konntet? Unsere letzten Spiele waren jetzt Meisterschafts ausgeschlossen, Cup, wir haben ja eben Freiluft bekommen. Und das Problem ist einfach, wir sind zu wenige Spieler gewesen. Nur jetzt, unsere Mannschaft hat zusammengehalten und hat sehr gut gespielt und jetzt sind wir im Halbfinale. Und das gewinnen wir auch noch. Das Tor wäre eine Lösung für euch, jedoch aber auch so wie ein Weckruf für den Gegner, sie wurden stärker. Ihr habt euch das nachgelassen, woran lag es konkret? Es lag einfach daran, dass wir die Dinger vorne nicht gemacht haben. Hinten standen wir einigermaßen gut sicher, aber wir haben vorne die Dinger einfach nicht gemacht. Ja, Elfmeter haben wir verschossen, aber wir haben leider die Dinger nicht vorne gemacht, außer einmal. Und das war das Glückstreffer. Vielleicht darf man etwas nachhaken dort. Es hat Zeit, war grandios gespielt von euch. Das hat war ein bisschen dürftig von euch. Woran lag das konkret, der Unterschied? Wir haben einfach gedacht, wir gewinnen das Ding jetzt. Und wir waren einfach ein bisschen geschwächter. Die gegnerische Mannschaft hatte mehr Auswechselspieler, wir hatten nur zwei. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Auch ohne Spieler oder ohne Auswechselspieler kriegt man auch einen Sieg hin, wie man sieht. Ich habe die letzten zwei Wochen immer Doppelbelastung gehabt, habe das heute auch vor allem gegen das Spiel auch gespürt. Ja, also unsere Abwehr steht einfach generell gut. Wir haben heute zum Beispiel auch keinen Gegentreffer bekommen. Das ist auch im nächsten Spiel auch so. Wir hoffen es mal, aber ja, wir können nichts garantieren und wir sind einfach auf den Sieg geil. Letzte Frage heute, wie du erklärt hast, ja eher als Flügelspieler gespielt, nicht wie gewohnt in Abwehr. Vielleicht noch ein paar Worte zu deiner Leistung oder die nicht mehr, was heute jetzt aus ist. Danke mal für das Interview und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bitte.